Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch, freue mich, dass ihr wieder reinschaut bei mir. Ist immer wieder schön und ich habe euch natürlich wie immer eine Geschichte mitgebracht. Hallo Timis, hallo Philly. Oh, da kommt ja wieder einer. Ja, komm mal her, komm. Ja, wir lesen gerade die Geschichte von der Schildkröte und dem Hasen. Magst du mal Hallo sagen? Ja, hallo. Grüß mal die Kinder. Ja, das ist der Philly, gell? Ja, den hat er, den liebt er. Das ist jetzt dein neuer Freund, stimmt's, Philo? Sollen wir mal anfangen zu lesen? Sollen wir mal anfangen zu lesen? Ja? Ja, du kannst ja mal ein bisschen in die Kamera gucken, dass die Kinder dich sehen. Ah, nee, er geht wieder. Da vorne ist ein Sonnenfleck. Aber, wie gesagt, er ist immer für Überraschungen bereit. Kann durchaus sein, dass er sich nochmal blicken lässt. Okay, dann fange ich mal mit der Geschichte an. Die Schildkröte und der Hase waren Nachbarn. Der Hase hatte es immer eilig. Er rannte von einer wichtigen Aufgabe zur nächsten. Er war so schnell und emsig, dass er manchmal kaum wusste, wohin er rannte. Die Schildkröte dagegen trottete langsam daher. An einem Tag schaffte sie nicht besonders viel, doch sie gelangte immer an ihr Ziel. Als die Schildkröte eines Tages langsam die Straße entlang ging, sauste der Hase an ihr vorbei. Er schaute über die Schulter und rief: "Beeil dich, Schildkröte, sonst kommst du nie an." "Oh doch", sagte die Schildkröte ruhig, "langsam, aber sicher." Der Hase rannte lachend dreimal um die Schildkröte herum, dann sauste er weiter. Eine halbe Stunde später kam er zurück. Die Schildkröte ging immer noch in die gleiche Richtung und sie war nicht besonders weit gekommen. Der Hase lachte. "Du bist so langsam, wie kommst du denn je irgendwo an?" "Schau", sagte die Schildkröte. Ein Schritt nach dem anderen, ein Fuß vor den anderen, langsam, aber sicher. Am Ende war die Schildkröte so genervt vom Hasen, dass sie ihn einfach nicht mehr länger ignorieren konnte. "Ich komme immer an mein Ziel", sagte sie, "und wenn du mir nicht glaubst, fordere ich dich zu einem Rennen heraus. Du kannst die Route wählen, den Tag und auch die Zeit." Der Hase lachte so sehr, dass er umfiel. Er wälzte sich auf dem Boden und Lachtränen rollten seine Schnurrbarthaare herab. "Ein Rennen? Japsehe, zwischen dir und mir? Das ist ja lächerlich. Du hast keine Chance." "Hast du Angst?", fragte die Schildkröte. "Denn wenn nicht, los geht's." Der Hase konnte kaum aufhören zu lachen, aber er setzte das Rennen für den nächsten Tag an und bat den Fuchs, Schiedsrichter zu sein. Sie würden an der alten Eiche starten und den ganzen Weg bis zum Fluss hinunter rennen. Die Schildkröte ging schon am frühen Abend los, um pünktlich am Morgen an der Startlinie zu sein. Der Hase ging nach Hause und schlief. Er stand spät auf und rannte zur Eiche. Dort wartete die Schildkröte schon. Alle anderen Tiere waren auch zum Zuschauen gekommen. "Der Fuchs wartet am Fluss auf euch", sagte der Bär. "Wir können starten, wenn ihr bereit seid." Beide gingen in Position. "Auf die Plätze", sagte die Schildkröte. "Fertig", sagte der Hase. "Los", schrien alle Tiere. Schildkröte und Hase liefen los. Der Hase sprintete voraus und hopste den Pfad entlang. Die Schildkröte hob einen Fuß und stellte ihn ab. Dann hob sie den anderen Fuß und stellte ihn ab. Langsam, langsam. Als die Schildkröte den ersten Busch erreicht hatte, war der Hase schon ein winziger Punkt am Horizont. Als sie den zweiten Busch erreicht hatte, war der Hase nicht mehr zu sehen. Nach einigen Minuten sah der Hase den Fluss vor sich liegen. Er hielt an und sah sich um. Er konnte die Schildkröte nirgendwo sehen. "Sie ist so langsam", lachte er in sich hinein. "Sie wird noch Stunden brauchen, da kann ich mich ein bisschen ausruhen." Und so setzte sich der Hase nicht weit von der Ziellinie entfernt unter einen Baum. Die Sonne schien warm und das träge Gesumm der Bienen, die rundherum die Blumen besuchten, war einschläfernd. Und bald nickte der Hase ein. Auf dem Pfad wanderte die Schildkröte weiter, langsam aber sicher, ein Schritt nach dem anderen, ein Fuß vor den anderen. Hier sieht man es dann auch mal, wo sie losgelaufen sind. Seht ihr? Ganz viele Tiere, die zugucken wollen.
Der Hase und die Schildkröte. Und jetzt bin ich mal gespannt, was passiert, weil der Hase ist ja jetzt schon kurz vor dem Ziel eigentlich, aber er ist eingeschlafen. Mal schauen. Nach einer Stunde wachte der Hase auf und spähte zum Horizont. Guten Tag, Philo. Er konnte die Schildkröte gerade sehen, wie sie ihn auf ihn zukam. Langsam, aber sicher, doch immer noch weit weg. Sie ist so langsam, sagte der Hase zu sich selbst, sie wird noch Stunden brauchen. Da kann ich genauso gut weiterschlafen. Und das tat er dann auch. Die Schildkröte ging weiter, langsam, aber sicher. Ja, Philo, willst du gerade mal wieder die Timmis begrüßen? Hm? Den machen wir später an, zum Schluss, wenn du noch da bist. Hm? Die Schildkröte ging weiter, genau, langsam, aber sicher. Ihr schwerer Panzer schwankte den Pfad entlang und der Hase schlief in der warmen Sonne. Als der Hase aufwachte, konnte er die Schildkröte nirgendwo sehen. Sie braucht so lange, sagte er. Ich bin sicher, sie wird noch Stunden unterwegs sein. Ich könnte einfach weiterschlafen. Aber es war später Nachmittag und die Sonne stand schon tief. Ich sollte ins Ziel laufen, dann kann ich heimgehen und mich ins Bett legen. Und er rannte so schnell er konnte zur Ziellinie. Die Schildkröte wartete bereits am Fluss auf ihn. Wo warst du? Fragte sie. Ich bin schon seit Stunden hier. Du bist so langsam. Der Hase versuchte zu erklären, aber weder Schildkröte noch Fuchs hörten zu. Aber ich bin schneller, beschwerte sich der Hase. Das ist einfach nicht fair. Die Regeln waren einfach, sagte der Fuchs. Und die Schildkröte hat gewonnen. Das Rennen ging darum, wer zuerst hier ist, lächelte die Schildkröte. Nicht, wer am schnellsten rennt. Langsam, aber sicher habe ich das Rennen gewonnen. Und langsam, aber sicher drehte sie sich um und trat ihren Heimweg an. Und genau so ist es. Man kommt auch langsam zum Ziel. Und der Hase hat gedacht, ach, ich bin so schnell und hat dann praktisch sein Ziel verschlafen. Und die Schildkröte war dann Siegerin. Das ist ihm nicht leicht gefallen, aber er musste sich damit abfinden. Ja, macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Und wir machen noch mal kurz unser Bärchen an. Ja, Philo, guck mal. Ja, jetzt kommt er nicht mehr. Jetzt ist er schon wieder weg. Mal mit dem Bell da immer. So, also dann, macht's gut. Tschüss.